Ja, so mögen wir das doch, ne? Wir stehen am Spot und es bimmelt und ein Fisch nach dem anderen. Und im Idealfall geht dann hier auch noch was richtig schön Seltenes rein. Sowas wie die Goldschleie. Also, mal wieder ab zum Bärensee, nach langer Zeit mal wieder. Wir haben gerade richtig schön warmes Wetter, also durchschnittliche Temperaturen so um die 23, 24 Grad, mehrere Tage nacheinander und offensichtlich mag die Schleie dieses schön warme Wetter und dementsprechend probieren wir doch hier unser Glück weiter auf Goldschleie. Denn es wurden hier auch schon ein paar Goldschleien gefangen und naja, der Fisch ist halt so super selten. Wenn man also die Chance hat, diesen Fisch mal zu bekommen, das ist sie noch nicht, dann sollte man natürlich die Chance, ja, direkt umsetzen. So, zack, und weiter geht's hier. Der nächste Brocken, wahrscheinlich wieder ein Amur. Er hat ja erstmal hier schön gepiept, gepiept, gepiept. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Also ich bin jetzt hier gerade mit sehr, sehr leichtem Setup unterwegs, also nur mit dem Grundrouten-Light-Set sozusagen, 3000er Rolle. Und das kann hier schon ein bisschen tricky werden. Da muss ich tatsächlich nochmal überlegen, ob das auch so smart ist. Vielleicht gehe ich ein bisschen kleiner rein vom... Ja, ich glaube, ich gehe ein bisschen kleiner rein von der Schnur. Denn ich sollte vielleicht doch eher mich drauf gefasst machen, dass ich da mal in den langen Drill gehe. Nehmen wir mal hier 13, noch was. Ja. Wir gehen mal so auf 13 Kilo, dann habe ich immerhin 160 Meter Schnur hier drauf und bin damit sozusagen einigermaßen sicher hier am Bärensee. Zack. Oh, jetzt habe ich den Clip natürlich nicht mehr drin. Ah, hatte ich letztens schon den Fehler gemacht wieder. Eieiei, Schnurwechsel, da braucht man natürlich auch wieder einen neuen Schnurclip. Apropos Clip, 17 Meter ist der Clip. 17 Meter stellen wir direkt hier ein. Und wer es noch nicht erkannt hat, der Spot, den gucken wir uns jetzt am besten an. Also, einer der ultimativen und wichtigen Spots, einer der drei super wichtigen Spots am Bärensee. Richtig schön da oben, also auf 55, 63, 17 Meter weit raus. Ja, einfach direkt hinter dieser Schilfkante geworfen sozusagen. Also diese Schilfkante anpeilen, direkt hier vorne. Und an für sich kann man sagen, okay, hinter das letzte Bündel, also hinter das letzte, den letzten Buschel vom Schilf, da werfen wir dann hin. Und dann lüppt das im Idealfall. So, jetzt wieder raus hier. 17 Meter. Ist ein bisschen unüblich für die Stelle. Häufig geht man hier so auf 20 und 21 Meter, denn da ist auf 20 und 21 Meter eine Muschelbank. Auch immer wieder gut. Heißt also, wenn du hier unterwegs bist und einfach nur Karpfen fangen willst, dann tendenziell eher ein bisschen weiter werfen. So, auch hier jetzt nochmal kurz geändert. Jawohl, das haben wir. Passt, passt, passt. Ja, passt soweit. Auch wieder den Schnurclip. Und dann direkt wieder raus. Auf die 17 Meter. Knapp dahinter, jawohl. Und wenn es so lange zuppelt, dann ist es wahrscheinlich wieder ein Amur. Die Amure, die können sich immer so schlecht entscheiden und die zuppeln halt ständig da dran rum. Und ja, da kann man entweder nur den Fisch verscheuchen, also einfach mal dran ziehen, dann ist er halt weg. Dann ist der Köder quasi wieder freigegeben und man hat nicht so einen ollen Amur da wieder dran, wenn man ihn gerade nicht will. Jetzt ist er doch gleich dran, oder? Ja, jetzt ist er dran. So. Oh, apropos, muss ich die... Nee, muss ich nicht. Ich wollte schon gerade sagen, muss ich die Bremse verändern? Oh, der hat sogar ein bisschen Bock. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein 3 Kilo Amur. Nee, ist vielleicht eher so in Richtung 7. Ja, oder noch mehr. Mach mich mal nicht fertig, Mignon, hier. Vor allem nicht in die Richtung, denn da hinten wird es schwierig. Hier kann ich mitlaufen. Gucken wir mal eben. Ja, hier oben kann ich halt mitlaufen. Hier hinten wird es schwierig mit 100 Meter Schnur. Wobei könnte auch hier schon schwierig werden. Wenn er ganz weit abhaut.
Jetzt guckt er gerade hier in meine Richtung, das ist gut. Direkt nutzen. Direkt volle Spannung. Jawohl. Jetzt guckt er gerade hin und jetzt zieht er sich wieder rum. Mitlaufen. Jawohl. Komm. Immer noch eine Bremse höher gehen. Ja, volles Risiko. Jawohl. Aber er guckt schon in die Richtung. Ganz so riesig ist er dann doch nicht. Glück gehabt. Aber auf jeden Fall jetzt gleich hier nochmal die Schnur verändern, damit ich einfach mehr Meter Schnur drauf habe. Also lieber auf die 13 Kilo Hauptschnur hier. Und dann gebe ihm, wenn man natürlich hier mit einem vernünftigen Karpfen-Setup steht, also sowas wie eine Fortuna Carp und eine HSV zum Beispiel, dann ist es natürlich wurscht. Dann geht man hier auch mit 18 Kilo Vorfach rein und gut ist. Wobei man natürlich auch für die Schleie mal ein bisschen ins Risiko gehen könnte und einfach mal ein bisschen feiner und kleiner reingehen kann. Auch durchaus eine Option, dass man da versucht, einfach noch weniger Scheuchwirkung dann zu machen durch die Schnüre, durch das Setup und man einfach komplett richtig schön fein da reingeht. Na, komm ran hier. Na. Jetzt nicht wieder wegschwimmen. Nee. So, komm. Und jetzt geht er in eine andere Richtung. Ist das krass. Ja, beim Amur sieht man das immer ganz schön, wenn er die Richtung wechselt. Und dementsprechend muss man dann eben auch gucken, dass man eben wieder nach vorne zieht. Damit er eben keine Kraft hat. Also, wenn wir ihm an der Schnute geradeaus wegziehen, hat er nicht so viel da entgegenzusetzen. Wenn er sich nach links und rechts dreht, dann wird es schwierig für uns. Wird auch alles erklärt in der großen Tutorial-Serie absolut, fällt mir gerade ein. Wenn du Bock hast auf Karpfenangeln am Bärensee, komplett Tutorial-Praxis. Geht fast eine Stunde das Ganze, aber ist ja auch nicht so einfach. Ne? So, komm ran hier. So, einfach nur langsam ranziehen. Und damit 14. Okay, damit habe ich dann doch nicht gerechnet. 14 Kilo. Das ist mal, ja, das ist mal ein Brocken. Schönes Ding. So, jetzt aber hier schnell der Wechsel auf ein bisschen mehr Schnur. Also, wo war sie hier? 13,5 Kilo. Den Rest lassen wir so. 13,6 Kilo. Vorfach. Einser Haken hier drauf. Und ja, wie gerade schon gesagt, wenn du halt hier mit einem vernünftigen Karpfen-Setup stehst, dann natürlich, sag mal, bis zu einem 18 Kilo würde ich hier rangehen. So auf 36 oder sowas. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir gehen ja auf Schleie. Apropos Schleie, dementsprechend gehen wir natürlich auch mit Schleienködern hier rein. Also, gucken wir uns noch die Köder an. Da haben wir, ja, wie so häufig, Kokos und Sahne. Kokos und Sahne immer wieder gut auch für Schleie, gerade auch die Sahne immer wieder gut. Hier jetzt natürlich gerade komplett der Schwerpunkt auf Kokos-Sahne. Was gut funktionieren soll, ist, und das ist hier der Post von Lighthammer, vom, genau, aus dem Discord von gestern. Und da hat er schon ein paar, eins, zwei, oder sehe ich drei? Zwei sehe ich. Zwei Goldschleien hier gefangen. Genau. Und das Ganze nur mit Mais. Also einfach nur auf Maiskorn. Pop-Up-Rig und dann mit dem Maiskorn hier. Gestern schon im Discord gepostet. Link zum Discord übrigens unten unterm Video. Einfach reinklicken, gucken, was da geht. Da wird immer wieder was Aktuelles natürlich auch gepostet und im Idealfall auch selber posten. Einfach mal gucken, wieso die Vorlage ist, was alles erfüllt sein muss, damit wir sämtliche Infos haben, die man eben auch benötigt, um einen neuen Spot zu testen. So, 17 Meter wieder raus, dann haben wir das. Dann brauchen wir an für sich ja nur noch nach dem Ködern das Futter. Und da gucken wir natürlich auch rein. Meine klassische Kombination, die hatte ich sogar noch fertig. Die hatte ich noch rumliegen hier, Kokos und für Schleie. Ich verwende in der Regel gerne die doppelten Päckchen. Da muss man halt nicht so viel auswerfen. Jetzt hier mit dem Light Setup kommt mir das ganz gelegen, dass ich eben hier nur diese kleinen Packs habe. Mais als Basis, immer wieder wichtig. Mais, gerade wenn man Pop-Up-Rig nur Mais verwendet, finde ich, ist den Maiskorn innen drin nochmal wirklich eine schöne Kombi, dass man quasi in das Grundfutter einfach nochmal
Mais extra mit reintut und dann eben die Feed-Pellets hier komplett auf Kokossahne und Kokoscream, also Kokossahne als Aroma natürlich auch nochmal mit rein und fertig. Ob das jetzt als Kugelform ist oder ob das jetzt als PVA ist, das ist dem Fisch egal. Wichtig ist, dass wenn wir das mit der Kugelform machen, also ohne PVA, dann können wir uns von hier aus sozusagen, dann stellen wir uns ungefähr hier hin, oh, kann man fast sagen, ne, wo das Gras anfängt, und dann ballern wir hier nochmal ein bisschen was essen oder trinken mit schön Energie, volles Mett, voll aufgeladen, auswerfen, einfach geradeaus, zapp, zapp, und dann fällt das quasi dahinter, 20 Meter weit, 17 Meter weit wollen wir ja nur auswerfen und dann haben wir ja 2,5 Meter Radius. Wirkung für das Futter wird alles erklärt, auch wie gerade schon gesagt im Tutorial zum Karpfenangeln. Alle Details dazu werden dir da erklärt, wenn dir das so weit nicht bekannt ist. Aber dann kann man hier einfach anfüttern und dann lüppt das Ganze. So, jetzt wäre mal so eine Goldschleie nicht schlecht, ne? Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Die nehmen wir natürlich mit. Goldschleie. Zack. Und ich würde sagen, das ist schon ganz gut. Und das als zweite Goldschleie jetzt schon. Halbe Stunde am Spot. Zweimal eine Goldschleie. 1,4 Kilo. 700 Gramm. Da kann gerne noch mehr gehen. Und ich denke, gleich so in den Morgenstunden geht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Gucken wir nochmal kurz ins Café, was denn die Fische so bringen. Und ich glaube, dann haben wir es. Ne? So eine Goldschleie lohnt sich in der Regel. Aber, wie auch schon gerade gesagt, super selten. Also nicht davon ausgehen, dass du dich mal eben hinstellst und mal schnell so eine Goldschleie fängst. Super, super selten und super schwierig zu fangen. Deswegen toi, toi, toi. Tja, passt. 31 Silber für so einen 1,4 Kilo Fisch schmeckt. Aber auch die 26 Silber für den Amur schmecken. Von daher für die halbe Stunde 128 ist schon gar nicht so schlecht. Kratsching. So mok wieder. Schnell wieder zum Spot und weiter rausziehen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.